Es folgt die medizinische Bittenrede 2012 vom Chefarzt. Ist es nicht wieder wunderbar? Es jährt sich der Nahalagar. Es kommen die Leute aus ihren Löchern mit abgestandenen Witzen und ihren Köchern. Besoffen sein gehört in dieser Zeit einfach dazu. Polizei, Rettungsdienst und Feuerzeugler kommen nicht zur Ruhe. Gefahren werden Intoxikierte, genauso wie Primärverwirrte. Eine Aspiration ist gar nicht fein. Da mogelt sich das Erbrochene in die Lungen rein. Wird die Luft dann ziemlich knapp, holt sich der Notarzt einen 7,5er Tubus ab. Der Schnorchel ist an sich eine gute Sache, doch sollte damit einfach nicht lachen. Drum bekommt der Patient Ebbes zum Schlafen. Damit kann man ihn dann recht gut handhaben. In der Regel tun die Psoffene ziemlich riechen. Da wird man sich am liebsten hinterm Duftbaum verkriechen. Doch muss man da als Sani und als Notarzt durch. Manche schreiben auch darüber ein Buch. So ist es in der Narrenzeit. Da sind eben alle ziemlich breit. Gern könnt ich da drauf verzichten. Doch dann könnt ich euch nichts berichten.